Kann man nicht irgendwo sehen, wie die, ob die und wie die und so? Ich habe ja das Gefühl, dass das hier vielleicht Kacke ist. Wie entkommen die Viecher denn? Also hier nicht. Hm. Barrierestatus ist auch 100%, aber kann man irgendwo erkennen, wo die abhauen, wie die abhauen? Also ich würde behaupten, hier. So. Kann man dir guten Tag sagen? Nö, ne? Alles klar, uninteressant. Super. Was hat sie gesagt? Ich soll noch 3 Tiere irgendwie reinbringen, ja? Wo haben wir denn... Haben wir irgendwo Platz dafür? Ich meine... Haben wir irgendwo ein freies Gehege vielleicht? Mit Strom? Ich kenne mich doch hier nicht aus. Ich war hier doch noch nie. Da ist ein irgendein Tier drin. Die haben eine komische Sprache hier. Wo könnte man denn mal so ein Ding hinsetzen? Ja. Da scheint... Oh, warte. Da ist die Großschabe. Was ist hier denn drin? Guck mal, da könnte man was reintun, ne? Was nehmen wir denn mal? Art, was haben wir denn noch nicht? Tierarten. Tiere. Was haben wir denn alles? Eine Großschabe. Kann man hier irgendwo filtern? Alle Vivarientiere. Eine Großschabe, Krustenechse und Inselleguan. Was ist denn hier zum Beispiel mit einer brasilianischen Wanderspinne? Gibt's nicht. Alles klar. Mhm. Ja gut, Großschabe. Oh ja, so eine Schnecke, das ist aber was Feines. Dann gehen wir mal auf E, wie echte. Dann haben wir ja nur noch die. Und dann müssen wir mal gucken, was wir davon nehmen. Wonach sollte man die denn auswählen? Also die, die hier sind, die sind... Was ist denn hier mit der zum Beispiel? Ja, die ist schon alt, ne? Okay, Fruchtbarkeit ist nicht so gut. Lebenserwartung ist hoch, weil die ganz jung ist. Ja, natürlich eine hohe Fruchtbarkeit, lebt aber nicht mehr so lange. Die ist ganz kacke. Alles klar. Was habe ich mir denn jetzt geholt? Ich habe wieder nicht drauf geachtet. Ich bin ein Held. Männchen. Das heißt, wir bräuchten jetzt noch ein Weibchen. Oder kann man da nicht, wenn man den jetzt hier nimmt... Na komm, wir nehmen die einfach mal. So, alles klar. Jetzt gucken wir uns das Vivarium an.
Da stimmt was nicht. Wir müssen die Feuchtigkeit anpassen. Von den Temperaturen her okay. Feuchtigkeit nahezu perfekt. Der Mann hat ein Auge, wa? So, Layout. Bietet teilweise passendes. Wo war denn nochmal Layout? Hier. So, hier ist eine Forschung abgeschlossen. Alles klar. Cutter. Ja, mach mal weiter. Du forschst das schon. Bietet teilweise passende Beschäftigungsmöglichkeiten. Also Layout. Was können wir denn noch gebrauchen? Der Rest ist noch nicht erforscht. Das heißt, wir müssten uns jetzt merken... Nee, Entschuldigung. Ich muss mich mal eben drehen. Wir müssten uns also merken... Wie ging denn nochmal Tiere, Fenster, ne? Fenster 2... So. Und hier Fenster, ist das auch 2? Ja, das ist wahrscheinlich 4, ne? So. Ich habe wieder vergessen, auf OK zu klicken, oder? Natürlich. Ich kenne mich ja. Du so. So. Und dann muss hier ja noch eine Einrichtung hin, nämlich hier so eine Vivarientafel. So, dafür würde ich gerne... Geh mal weg. So. Kann man hier irgendwo so einen Lautsprecher anbringen? Der sucht sich das sozusagen selber, ne? So, und die Vivarientafel muss ja auch noch eingeschaltet werden. Beenden. Und zwar haben wir hier die Achatschnecke. Hm. Alles klar, alles klar. Auch alles klar und... Achso, die Einschienenbahn. Aber hier müsste doch irgendwo die Spendendose sein. Hier sind Mülleimer. Hier, eine Spendendose. Okay, da ist eine. Sehr gut. Das heißt, wir haben... Nein, nein, die Gruppe wird nicht hinausgeworfen. Aber ihr seht, es ist erstmal nichts mehr aus unserem Laden hier raus. So, hier könnte noch eine Spendendings dahin. So. Prominent platziert. Dann gehen wir mal weiter durch den Park. Wir müssen ja noch was finden. Was ist hier? Wenig los, alles klar. Ah, hier sind die Klos, alles klar. Du machst auch nix, ne? So, was haben wir denn noch? Hier sind Affen. Hier sind auch...
Aha. Das scheint eher so Richtung... das geht so ein bisschen in meine Richtung hier von der Idee her. Dass man nämlich okay. Das soll wahrscheinlich sowas wie Mitarbeiter-Only oder so heißen. Hier sind die Orang-Utans. Lebensqualität, Beschäftigung. Könnten was gebrauchen, finde ich. Aber darum soll ich mich ja nicht kümmern. Ich soll jetzt irgendwie hier noch was... Aber die lässt mir ziemlich freie Hand, oder? Das ist alles Mitarbeiter hier. Ach so, das ist Strom? Also, das ist schon... Man lernt ja auch so ein bisschen jetzt mit, ne? Hier ist nochmal Strom. Alles klar, das haben die so gemacht. Kann man so machen. Was ist hier? Ach, hier sind die Bonobos. Muss ich denn selber was herstellen, oder? Also ich meine, einen habe ich ja jetzt gefunden, aber... Was, Gulasch? Hm. Hier sind die Toiletten, alles klar. Und das soll ich selbstständig irgendwann hinkriegen. Ja, ja, ist klar. Hm. Ja, ja. Absolut, das wird garantiert nicht funktionieren. Hi. Ja, soll ich jetzt selber Gehege bauen, oder was? Da fühle ich mich doch noch gar nicht bereit für. Oh. Hier haben wir alles richtig gemacht. Habt ihr denn irgendwo ein Gehege gesehen, was noch nicht belegt ist? Hier ist doch auch was drin, ne? Borneo-Orang-Uta-Gehege. Ich würde die jetzt auch nicht mischen unbedingt, ne? Was? Techniker rufen? Otavari Mandrill? Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich könnte hier unten irgendwas machen. Hm. Ja, gut. Soll ich mich jetzt wirklich... Also ich soll hier... Halte in deinem Zoo mindestens 12 Tierarten. Also ich schließe daraus, ich soll mal selber was machen. Kein Thema, machen wir. Wie geht das? Hier wird viel mit Holz gearbeitet, ne? Nicht wasserdicht. Alles klar. Was wäre denn, wenn wir sozusagen hier zwei Gehege hinmachen? Ich weiß aber doch gar nicht, also ganz ehrlich. Und wie geht es mit den Wegen? Musste das doch bis jetzt alles noch nicht machen. Weißt du was, wir kloppen hier einfach mal ein Standardgehege hin und dann gucken wir mal, wie sich das entwickelt, oder? So. Mehr weiß ich da auch nicht. Der Opa. Ja, lange nicht gehört. Wie geht's denn so? Ach, du weißt doch, wir sind mitten in der Krise. Da geht's doch super. Da kann doch gar nichts schief gehen.
glaube ich. Weil ich soll hier ein Gehege bauen. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Folgen zentrieren.